Einen schönen guten Morgen wünscht euch der Detlef Fröhlich aus dem oberen Donautal. Ich bin wieder mal für meine Eisenbahnfreunde und Hobby-Eisenbahner und so weiter unterwegs mit dem Auto und bin heute zum 17. Dezember 2022 hier in Enge angekommen, weil ich auf den Dampfsonderzug der Eisenbahnfreunde Zollernbahn warte, der heute Morgen um 7.38 Uhr in Stuttgart-Böblingen abgefahren ist und dann weiterfuhr über Tuttlingen, Immendingen, Singerath auf Zell, Konstanz. Ab Immendingen hat er dann kurz umgesetzt und ist dann mit der Tenderseite weitergefahren hier am Engener Bahnhof vorbei bis nach Konstanz zum großen Weihnachtsmarkt. Jetzt fährt gerade eine neue IC-Garnitur an der Bundesbahn hier vorbei, der auch von Stuttgart kommt und dann weiterfährt über Singen und dann geht es ab in die Schweiz nach Schaffhausen und Zürich. Aber wegen dem Zug bin ich jetzt hier nicht da und zwar ich warte halt auf die Dampfzug-Sonderfahrt oder die Durchfahrt mit der 01519er Zuglok und da warte ich auf den Sonderzug hier am Engener Bahnhof. Was mich freut, dass es wirklich wunderbares Wetter ist, aber es ist klirrend kalt. Da steht man nicht so gerne im Freien rum, aber was ich nicht alles mache für meine Eisenbahnfreunde. Und weil ich ja früher auch selber mal Eisenbahner war, da zieht es einen immer wieder an oder zieht es einen immer wieder hin zur Eisenbahn. Ne? Okay, ich werde dann natürlich, wenn hier der Zug durchgefahren ist, am Singerner Bahnhof heute Nachmittag oder heute Abend stehen, weil dann nachher der von Konstanz aus, vom Weihnachtsmarkt aus, um 17.43 Uhr zurückfährt, dann ist er ungefähr um 18.15 Uhr sowas in Singe, aber er fährt dann durch und dann geht es wieder zurück hier über Enge, Tuttlingen, bis nach Rottweil und dann wird da die Zuglok abgekoppelt und dann geht es mit irgendeiner Diesellok, wahrscheinlich mit einer V100er, weiter bis nach Böblingen. Jetzt ist gerade hier auch nochmal aus Konstanz ein IC eingefahren, der wieder, was heißt aus Konstanz, aus der Singener Gegend, also von Singe, geht es dann weiter nach Stuttgart. Mit diesem Zug kann man auch wunderbar reisen. Also ich wünsche euch erstmal alles Gute und viel Spaß beim Anschauen meines neuen Videos. Ich habe jetzt mal nachgefragt, durch Zufall habe ich auch so einen Eisenbahnfreund getroffen und er hat mir gesagt, der steht schon ab 10 Uhr hier, also der Dampfsonderzug von den Eisenbahnfreunden Zollernbahn ist noch nicht hier durchgefahren. Da bin ich schon mal beruhigt. Hier fährt wieder mal der Seehauszug aus der Konstanzer Gegend in den Bahnhof ein, der alle halbe Stunde ungefähr. Aber jetzt kommt er. Jetzt ging es ruckzuck, jetzt hätte ich einen lauter Quatschen beinahe verpasst. Okay,
Dann werde ich so gegen Abend wieder die Rückfahrt filmen, wenn wir da vom Konstanzer Weihnachtsmarkt ab 17.07 Uhr wieder zurückfährt. Da wird es so gegen halb, dreiviertel sechs in Singen wieder durchrutschen. Also das war's dann mal erst. Nachher geht's dann wieder. Jetzt habe ich gerade noch den Zug, der da von Konstanz kam, hier in Engen erwischt. Der fährt jetzt hier wieder weiter nach Karlsruhe. Ich stehe jetzt hier wieder mal am Singener Bahnhof und habe ja noch mal gute über 2 Stunden Zeit, bis der Dampfsauna Zug von den Eisenbahnfreunden Zollernbahn um 17.43 Uhr nach Konstanz abfährt. Ich schätze, dass er dann so ungefähr so 6:15 hier ist oder 6:30. Also dann werde ich dann mal hier ein paar schöne Aufnahmen und singen wir mal also singen am Montag. Und schon kommt wieder die Schwarzwaldbahn aus der Richtung von Konstanz. Von Konstanz natürlich. Da wird es hier 16:03 in den besagten Bahn. Jetzt wird es langsam wieder schattig, man merkt es eigentlich immer. Keine Handschuhe haben wir dabei, aber was soll's. Ich muss ja doch mal hier den Aufwärts ein bisschen einnehmen. Jetzt kommt mal ein bisschen bockig vor, die Garnitur da von der zu rosa rot. Sorry, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade bei der Schwarzwaldbahn. Hier auf dem Sonderbahn mit dem Grün schon mit 6. Thank you.
Heute ist übrigens Samstag, der 17. Dezember 2022. Und ich freue mich schon auf den Dampfsonderzug, der dann wieder am Konstanzer Weihnachtsmarkt um 17.43 Uhr. Hier ungefähr um 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr durchfährt. Ne? Also der hält nicht hier, erst wieder in Tuttlingen. Und der kommt schon wieder hier so. Eine Regionalbahn. Was von dem schönen Sonnenuntergang natürlich. War halt schön, wenn es gerade hier so in den C-Zug oder auf Sonderzug hier reinfahren wird in die Singenoper. Aber wie sage ich immer so schön, man kann nicht alles haben. Das Glück, den Sonnenschein. Aber heute hatten wir ja einen Sonnenschein, aber leider ist es noch normalerweise für die richtige Jahreszeit häufig die Tage. Oder die SBB noch. Das setzt wahrscheinlich wieder nur auf den Flugzeugen. Jawohl, so wie ich es mir gedacht habe, tritt es jetzt ein oder trifft es ein. Also hier mal überhaupt nicht zu warten. Wird dann die Schweizer noch angeguckt und dann wird der
Der 34 um 17 Uhr. 32 und 35 Uhr abfahren, wir waren hier von zurück. Und schon noch wieder eine Schweizer Damentour. Aber ich war ja schon längere Zeit nicht mehr hier angekommen. Und der Seehass von Konstanz ist ja eben hier. In diesem Bahnhofsgelände. Langsam nochmal. Und der Seehauszug aus Konstanz ist soeben hier. Dann sind wir in die Bahnhof reingefahren. Hört da eine halbe Stunde. Das ist wirklich immer eine schöne Sache. Oder mal schnell zwischen Konstanz und Engel irgendwo was erledigen möchte. Muss ich sagen, ist die Verbindung sehr gut. Ja, hat's gut dafür, weil sie zu warm ist und mir friert bald die Finger. Aber ich bin ja selbst schuld. Dafür habe ich das gerade jetzt noch sehr, dass jetzt hier der IC nach Stuttgart wieder eingesetzt wird. Und der Zug nach Stuttgart hat auch voll gehabt. Sind wir schon umschalten. Ich noch hoffe, dass heute Abend da der Dampfsonderzug keine Verspätung hat. Der da
vom Konstanzer Weihnachtsmarkt um 17.43 Uhr abfährt. Mit der 019er Zuglok vorne ran. Also mit der Dampfe. Hoffentlich hat er heute keine Verspätung, dass ich jetzt über die kleinen Kölsch gehen muss. Aber ich werde das erstmal zwischenzeitlich ins Kanu rein. Schönen Kaffee trinken, muss ein bisschen aufwärmen. Und dann hat man eine Zeit. Bis der hier durchfährt. Der Dampfsonderzug. In der Eisenbahn von der Stollernbahn. Der fährt dann hier nach Konstanz, wo wir erzählt, singen, hängen. Über den Hafenbahnhof. Und dann gleich weiter nach Dudlingen. Und zu seinem Zielbahnhof. Rotweil. Und da steht dann nachher eine Diesellok bereit und fährt dann weiter mit der Zuggarnitur bis Böblingen. Das stimmt auch Böblingen. Weil in Rotweil wird die Dampflok nur einzeln abgehängt und die machen dann da Feierabend. Und dann müssen sie natürlich noch ein bisschen den Schlacker und so weiter. Dann haben wir den ihre Arbeit gut vollbracht wahrscheinlich. Heute Morgen stand ich da am Engener Bahnhof. Musste über eine halbe Stunde warten, ich hatte da Verspätung. Was war es für ein Grund, kann ich euch leider nicht sagen. Aber jetzt gerade der IC an. Hier am Engener Bahnhof. Nehmen wir hier nochmal ganz kurz die 101 auf. Und dann werde ich mich, wie gesagt, mit dem Kaufhaus ein bisschen aufwärmen. Dann stelle ich mal die Kamera ein bisschen um, weil der Farbton stimmt eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Mein Kaffee muss noch ein bisschen warten. Dann hole ich dann nochmal hier. Regionalzug, der nach Basel fährt, hier am Fahrbahnhof, fährt um 16 Uhr, 45 Uhr. Aber dann gehe ich endlich mal ein bisschen aufwärmen. Ich denke, das habe ich auch verdient. In 2 Minuten. Was ich nicht alles für meine Eisenbahnfreunde mache hier. Ne? Wie gesagt, der Zug fährt jetzt nach Basel.
Und ich dachte, das könnte ich mal rübergehen. Ein bisschen aufwärmen, aber jetzt kommt wieder der Regen. Das ist kalt so. Der hält mir wieder sicher. Radozell 1 Bach Konstanz. 16.42 ist der Kamera. Ich möchte halt einmal abwarten. Zug hier rein oder Seehaus. Ja, das Seehaus ist es. Regionalzug wird wieder weiter. Über Radolfzell, Einsbach. Schön ist es, der schöne rötliche Himmel. Auf den Busbahnhof haben wir hier. Wunderbar eingelegt. Oh, es ist mir zu kalt. Und 17.02 fährt hier das Seehaus. Macht doch Spaß. Schwarzwaldbahn, da zeige ich rein. Wir sind wieder am Singen oder am Wüste, am Zeigen.
Jetzt werden gleich zwei Züge abfahren, 17.05 Uhr. Schweizer Zug in Richtung Schaffhausen. Und hier die Regionalbahn, also die Schwarzwaldbahn nach Stralsund. Jetzt müsste aber den Ball der Langsamer Zug kommen. Aus der Bundesstraße gehen. Ich höre auch mal jetzt Glück. Jetzt ist schon eine halbe Stunde rum. Dann müsste er wieder den Ball fahren. Schauen wir mal, was er wohl da kommt.
Und ich möchte mich jetzt von meinen Eisenbahnfreunden verabschieden. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und munter. Und ich werde wieder ein schönes Video heute vom Samstag, dem 17. Dezember 2022, zusammenstellen. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Video. Hier aus Singen am Hamburg.